Ja, ich habe etwas Schwierigkeiten, mich einzuschalten. Deswegen würde ich gerne zwei, drei Punkte sagen. Sie haben mich initial gefragt, was wissen wir über diesen Impfstoff? Und ich habe nur kurz antworten können. Ich möchte doch noch mal daran erinnern, auch vor dem Hintergrund der verpflichtenden Impfung. Das ist für mich im Augenblick vollkommen unverständlich. Wir haben keine vernünftigen Angaben zu den eingeschlossenen Probanden. Wir wissen nicht ganz genau, wie viele ältere Patienten oder Probanden mit Begleiterkrankungen, also Risikopatienten, sind in diesen Studien untersucht worden. Wir wissen nichts dazu, wie lange diese Immunität anhält. Wir wissen relativ sicher, dass eine sogenannte sterile Immunität, das heißt, dass diejenigen, die sich impfen lassen, dann die Infektion nicht mehr weitergeben, wahrscheinlich im Augenblick gar nicht erreichbar ist. Von daher ist das ein wichtiger Faktor. Ich will vielleicht nochmal daran erinnern, es gibt zwei Ziele bei diesen Impfungen. Das erste Ziel ist eindeutig, dass man sich selbst vor schweren Verläufen von Covid-19 schützt. Das können wir im Augenblick nicht sagen, weil wir dazu keine Angaben haben. Und das zweite Ziel ist, dass wir eine sogenannte Herdenimmunität induzieren. Das heißt, dass also etwa zwei Drittel der Bevölkerung dann immun sind und dadurch die Pandemie zum Stillstand kommt. Wenn wir diese Daten etwas genauer haben, dann ist es sicherlich vertretbar, dass man auch irgendwann mal über eine Impfpflicht diskutiert. Angesichts des sehr lückenlosen Standes unseres Wissens zum jetzigen Zeit über eine Impfpflicht zu diskutieren, halte ich aus medizinischer, ärztlicher Sicht für nicht akzeptabel. Und ich will noch mal daran erinnern, es ist entscheidend, dass wir unsere Impflinge dann gründlich informieren. Dazu brauchen wir die Daten. Und allein zu sagen, die Zulassungsbehörden in Europa und in Amerika werden es schon richten, ist für mich nicht ausreichend. Wir sind in beschleunigten Verfahren, so wie wir sie auch bei beschleunigten Verfahren für Arzneimittel kennen. Und wir wissen, dass wir im Rahmen dieser beschleunigten Verfahren häufig erhebliche Erkenntnislücken haben zum Zeitpunkt der Zulassung. Und von daher würde ich ganz eindeutig sagen, und das ist auch die Mehrheit in Deutschland der Mediziner, eine Impfpflicht vor dem Hintergrund dieser noch sehr vagen Daten für uns, die wir noch nicht mal in einer wissenschaftlichen Publikation überprüfen können, ist in keiner Weise akzeptabel. Entschuldigung, dass ich da klar widerspreche, weil ich glaube, das müssen wir unseren Patienten auch ganz ehrlich sagen.